Gude und herzlich willkommen zurück zum Hofbergmann Sonntag hier im Büro Nummer 16. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und erstmal dickes, dickes Dankeschön für die Däumchen nach oben und für die Views auf die letzte Folge und auf die vorletzte Folge. Auch habe ich vergessen zu erwähnen. Es ist mir ein Fest zu sehen, dass es euch gefällt, was ich hier so treibe auf der Hofbergmann. Und was wir heute in dieser Folge betreiben werden, sind drei Dinge. Als erstes schließen wir die Lieferung an Erik ab, damit wir auch unseren Paycheck abholen können. Ja. Wir gehen dann in die Brauerei, weil da ist unser erster 1000-Liter-Tank durchgegoren oder durchgereift. Und dann machen wir Schweinefutter. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, räumen wir am Hof auf. Also heute ganz entspannt. Ja, nachdem wir Salz gestreut haben, ist direkt die Snowplane, also generell abgetaut alles. War echt witzig. Wir starten mal hier rein. Quatsch, wir müssen so rum. Da immer noch die Knöpfe ein bisschen unbelegt. Ja, die Blitzer brauchen wir nicht, genau. So. Dann starten wir mal die Kiste. Und fahren los. Ganz gemütlich. Wir kippen was in die BGA. Wir kippen was in Silo. Ich habe auch ein bisschen zwischen den Folgen verdichtet. Übrigens, ich habe das Problem gelöst mit dem Holmer. Ich habe den Holmer jetzt genommen ohne Wechselbrücke. Hat zwar dann nur ein 16.000 Liter Fass. Aber dann funktioniert's. Dann funktioniert's so. Wir haben ja echt eine krasse Kante drin. Zumindest für den Syntrak. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir können hier direkt dran. Schalten wir mal durch. Jawohl, jetzt kann man abladen. Ich glaube, ich mache mal die Anzeigen aus. Wir haben ja jetzt so ziemlich alles drin. So, jetzt haben wir das aufgefüllt wieder. Dann drehen wir mal, dann zeige ich euch. Also wir haben jetzt den ganzen Kompost reingeschoben. Kompost waren knappe 200.000 Liter. Wir werden auch lasst mich auf meine Tabelle schauen. 246.000 Liter Grassilage abliefern. Und das ergibt dann eine Auszahlung für uns von Erik in Höhe von 47.000 Euro knapp. Mit dem Anspruch auf 600.000 Liter Gärreste, wenn sie dann durchgegoren sind. Ja, die kosten auf ein 1000er Liter kosten die 48 Euro. Die sind dann schon abgezogen. So, wir drücken mal das Zeug hier raus. Müssen wir schon mal ein bisschen hier. Ja, der Erik ist immer noch in der Verhandlung mit dem Bürgermeister über die Schläge. Das ist wohl ein bisschen zäher. Das heißt, er hat schon gefragt, wie viel wir von der GPS abgeben können. Aus der Not raus. Müssen wir dann mal schauen, zu was für einem Kurs er uns sie anbieten kann. Und wie viel wir für die Rinderzucht brauchen.
Apropos Rinderzucht, da haben wir jetzt auch die Fleischproduktion haben wir jetzt abgeschlossen für dieses Jahr. Uiuiui. Was ist denn los? Warum hatten der so viel? Und ja, also die Metzgerei wirft jetzt erstmal nichts mehr ab. Das lässt sich auslaufen, weil die Ziegenmilch erstaunlich viel Geld bringt und auch in den Wintermonaten wirklich, wirklich ergiebig ist. Wir werden so viel Ziegenmilch produzieren, wie es geht, über das ganze Jahr und dann abstoßen zum besten Preis. Auch wenn das ein bisschen unrealistisch ist. Wobei, reift, lässt man Ziegenkäse reifen? Weiß ich gar nicht. Ich bin nicht so im Käse-Game drin, um ehrlich zu sein. So. Wir versuchen uns jetzt hier nochmal drunter zu mogeln. Ob das passt. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Wir checken es aber nochmal. Wir machen die Parkbremse rein. Und hüpfen nochmal schnell raus. Hm, das könnte schon knapp werden. Bin ich mal gespannt. Und dann, läuft's doch. Okay, gut. Dann achso, das dauert ja jetzt auch einen Moment, ne? Aber ich bin am Überlegen, ob wir schon eine Runde Kartoffeln in die Produktion fahren. Apropos, habe ich überhaupt Getreideschrot am Start? Oder ist das noch, was haben wir denn hier drin? 61.000 Liter, ja, ne? Easy. So, haben wir hier die Schaufel, ja. Dann holen wir schon mal in der Zeit, wo wir die Silage aufladen lassen. Die Karte brauchen wir auch nicht. So, da machen wir aber jetzt hier auf dem Hof und so, weil wir auch die Straße kreuzen, machen wir mal die Geschichte hier an mit den Rundumleuchten. Dann packen wir schon mal die erste Runde Kartoffeln langsam. Gucken, ob das geht. Das ging eigentlich auf der alten Version. Checken, ich muss noch ein Stück nach vorne. Mit der Tiefe ist es nie so leicht, ne? Die Tiefe sollte klappen. Und da kommen sie. So gute Erdäpfel. Da geht ordentlich was rein in die Schaufel. Gut. Dann fahren wir das mal wieder rüber. Links. Rechts ist auch frei. Sehr gut. Ja, ich habe einen neuen Anhänger mir geholt, weil ich den Krone-Sattel den Krone, na, Wechselbrückenträger, den habe ich verkauft. Ist vom Irrsinnreiner. Ist ein Ballenwagen. Wir benutzen den auch dann für so Geschichten wie Big Bags bewegen etc., was wir halt alles brauchen in Zukunft. So, gucken, ob das hier auch so funktioniert. Bremsen. Auch immer ein bisschen nur rein mit den Kartoffeln. Gut, so, dann fahren wir rüber. Holen uns die nächste Ladung. Zack, drüber gehuscht. So. Da sieht's aus, gut. Dann haben wir hier auch. So, jetzt müssen wir hier wieder. Ich glaube, das sollte passen, richtig? Ja. Dann lassen wir das hier mal schnell befüllen. Wir sprinten in unserem jugendlichen Leichtsinn hier rüber. Also, es ist für den Winter extrem viel los bei hier auf dem Hof. Ist ja eigentlich auch nicht unüblich für die Hofbergmann.
Ne? Aber Wahnsinn. Wenn man überlegt, im März, April in die Richtung. Also ich werde im März keinen ersten Schnitt machen. Wir werden im März auf Pflege gehen. Nochmal auf den Wiesen pflegen, güllen. Nein, nicht güllen, wir werden mit Mineraldünger drauf gehen. Da hat mir der Paul noch als Entschädigung eine Leihmaschine, müssen wir hier ein bisschen langsam machen, die Kante ist ziemlich wild, angeboten. Vielleicht eine potenzielle Ergänzung für unseren Fuhrpark. Also kein Schlepper, sondern ein Anbaugerät. Was ich schon sehr lange im Auge habe, hat er jetzt besorgt, weil das ja alles so nicht so ganz funktioniert hat mit, ja auch mit der Wartung und allem. Guckt es euch an. 3 Monate im Game. Die Saison hat noch nicht mal richtig angefangen und die Dinger sind schon wieder zur Hälfte kaputt. Da ist irgendwas extrem schief gelaufen. So, jetzt müssen wir hier uns kurz konzentrieren. So, und dann raus mit der Silage und dann gehen wir ins Häuschen, lassen uns den Wiegeschein beziehungsweise holen uns unseren Scheck ab. Das möchte ich euch dann noch gemeinsam zeigen. So. Come on. Gut, so, dann fahren wir mal hier auf Seite. Oh, das war gefettfingert. So, dann, nee, wir müssen hier vorne hin. Na, wir haben jetzt hier 100.000 drin. 142 Liter Methan haben wir produziert. Wir lassen es nicht abholen, sondern speisen das stündlich ins System ein, also der Erik. Und wir, ich zeige euch jetzt, was wir in unserer Bürotabelle am Start haben. So, wir müssen noch ein paar Dinge rauslöschen. Wegen der Rechnung. Auch 0, Weizen 0. Da habe ich mir nur eine Übersicht gemacht. Mais-Silage. Rübenschnitzel. Kompost stimmt. So, das wird dann alles ein bisschen weniger. Gülle bringen wir auch noch nicht hin. Das könnten wir überlegen. Die geht aber 1:1 in Gärreste über, wobei Gärreste einen besseren Düngewert hat. So, das hat sich errechnet. Genau. Also wir kriegen jetzt abgezogen, weil ich habe die Gärreste unterteilt aufgrund des Energiewerts. Ne? Also ich multipliziere das, die Silage mal 1,5 und den Kompost mal 1,2. Ne, und dann kommen wir auf 45.000. Moment, ich muss noch mal kurz was machen, dass ihr auch wieder was seht. Zack. Wir kommen dann auf 45.480. Die 32 Cent können wir die eingeben. Tatsächlich. Hat aber nicht hinzugefügt, macht nichts. Wir werden dann gleich mal im Haus davon einen fetten Teil vom Kredit zurückbezahlen. Vielleicht die Hälfte. Wir checken mal die Finanzen dann, weil wir haben ja auch, die Metzgerei läuft ja auch sozusagen im Direktverkauf. Das kriegen wir ja auch so nicht mehr mit. Und jetzt haben wir die Zeit einfach dafür. Ich weiß nicht, warum das sich so schwer tut. Hat der Syntrak permanent Allradantrieb? Ich weiß es nicht. So, jetzt stellen wir den erstmal ab.
hier. Dann fahren wir zur Kartoffelproduktion. Packen alles gleich mal weg, dass wenn wir in März reingehen, sind wir auf dem Feld, April sind wir auf dem Feld, Mai sind wir auf dem Feld. Also wir sind dann eigentlich durchgehend auf dem Feld. Wir haben ja dann das große Maisjahr in unserer Fruchtfolgeplanung. So. Hallo. Schwenk doch mal rüber. Danke. Gut. So. Jawohl. So, dann machen wir hier die Parkbremse rein. Zack. Parkbremse ist drin. Motor machen wir aus. Licht haben wir auch keins an. Tür auf. Tür zu. Ab in den Melo. Und dann chippen wir da nochmal Kartoffeln rein. Gehen dann mal an unseren Laptop. Dann checken wir mal die Finanzen und tilgen mal einen schönen Part an unserem Kredit. Langsam, ich bin echt flott unterwegs. Bleifuß. So. Sehr gut. Gut, dann machen wir den auch noch mal kurz aus und gehen den Piggies geht's gut. Gehen wir mal an unseren Arbeitsplatz und checken die Finanzen. So, wir haben verkaufte Gebäude, macht keinen Sinn. Einnahmen, Gebäude, das ist unser Airbnb, das läuft. Das ist richtig nice. Die deckeln aber unsere fixen Kosten im Monat. Einnahmen, Ernte haben wir nix. Einnahmen, BGA, das ziehe ich mir dann immer am Folgemonat ab. Ne? Die 3K, das kann ich euch auch zeigen. Einen Moment. Geht denn hier rein? Hier habe ich nämlich schon Biogas, Moment. Hier. Wir haben hier an zweiter Zeile Biogas. Januar 3834. Der Erik ist aktuell mit 41.000 Euro in der Kreide und hat noch keine Schläge bzw. Land gekauft. Ne? Gut, gehen wir wieder zurück. Gut, wir haben eigentlich, müssten hier Sonstiges, das waren die 45k, wo ist denn Einnahmengebäude, müsste ja dann tatsächlich, die hatten wir ja hier, da, das ist unsere Metzgerei und Ding zusammen wahrscheinlich. Ja, gut, dann werden wir das wie folgt machen. Wundert euch da nicht, da habe ich getauscht und whatever und den Erik eingerichtet und kennt er ja. Dann werden wir hier oben reingehen und stoßen 25k, würde ich sagen. Die Hälfte bezahlen wir zurück. Können wir hier eine Sondertilgung machen? Ja. 20k, zack. Das heißt, der Betrag, die Kreditrate bleibt gleich, aber wir haben weniger Zinsen. Ja. Gut. Dann machen wir mit der Schweinefutterproduktion weiter. Wir müssen jetzt mal gucken. Das steht wahrscheinlich im Weg. Der Treber, den können wir ja auch verfüttern, ne? Den Treber können wir verfüttern. Haben wir da noch Platz? Nee, nicht wirklich.
Die Frage ist, ob wir aus dem Treber lieber Bioabfall machen, ne? Weil wir haben die Schweine eigentlich sehr gut in der Verpflegung. Müssen wir mal schauen, ob das überhaupt geht. Wenn ihr es wisst, schreibt es doch mal in die Kommentare. So, das müssen wir mal... Mal gucken, ob wir drunter stehen. Ne. Bei weitem nicht. So, wir brauchen... Oh, da gibt es ja auch Hühnerfutter. Guckt es euch mal an. Wo kann man denn Hühnerfutter machen? Das würde ich gern mal wissen. Haben wir in unserem Produktionsterminal hier auch Hühnerfutter? Nee. Ah, da wird sogar noch was reingehen. Also ihr seht, die Metzgerei ist leer, ne? Und was die Tiere angeht, wir haben auch kaum Auen, weil wir könnten hier nochmal 10 reinklatschen. Was mit den Schweinchen? Die könnten wir eigentlich auch noch. Eine Runde könnten wir noch machen, sehe ich gerade. Die Ziegen sind sehr wertvoll, die würde ich nicht abstoßen. Wir sollten vielleicht auch die Sauen machen, damit wir Platz im Stall haben. Ah, okay. Da gut, dass wir nochmal nachgeschaut haben, aber das machen wir dann zu einem anderen Zeitpunkt. Wir kümmern uns jetzt erstmal ums Futter. So. Das, ach stimmt, da ging ja nie so viel rein, ne? Vom Getreideschrot. Und dann gucken wir mal, weil ich glaube, mir muss das ja... Das läuft. Und das braucht halt jetzt noch 20 Minuten, bis es was auswirft. Schweinefutter, da muss man halt dann immer nach und nach arbeiten. Wir schütten das jetzt mal wieder ins Silo. Und gehen zur Brauerei. Wir werden aber mal mit dem Teleskop leider hinfahren, weil ich ja den Treber irgendwo hingeschmissen habe, dass es da ordentlich aussieht auf dem Hof. So. Also ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass wir über den Direktverkauf von Fleisch gar nicht so viel verdient haben. Wie wir letztes Jahr, wie ich ausgerechnet habe, entweder wurde das über den Patch gebalanced oder wir sollten überlegen, aus der Metzgerei wieder auszusteigen und das Zeug selbst zu verkaufen. Was irgendwie nicht so schön in die Storyline passt, aber so ist es halt. So, und wir, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie wir jetzt weitermachen können, dürfen, wollen. Mit den, da ist nämlich der Treber. Den nehmen wir mal direkt mit. Haben wir das? War es das schon? Ne, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne, das war es nicht. Das ist ein richtig runter. Bin natürlich genau auf eine Kante gelegt, wieder. Perfekt. Gut, hätten wir das auch. 400 Liter, so. Dann schwimmen wir mal hier rein. Und gucken. Also, wir haben den Tornister voll. Der ist leer, der ist komplett vollgelaufen und der hat 3 Liter rüber geschickt. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall nochmal Hefe nachfüllen. Zack, 9 Liter Hefe, da geht noch was. Keine Kapazität mehr, sehr gut. Dann machen wir hier zu, bevor wir den nächsten Schwung
Bier reinmachen. So, und dann sollten wir hier die Gärung läuft, Lagerung, Bier verteilen. Ist es dann schon rüber? Ah, das ist schon rübergelaufen. Nee, ist es nicht. Kisten, nee, Paletten will ich. Das aktivieren wir. So, das ist ja aktiviert. Das haben wir schon automatisch auf Verteilen gestellt. Da habe ich nicht aufgepasst. Das ist auch aktiviert. So, die Würzpfanne müssen wir aktivieren wieder. Kannst du die nicht aktivieren? Ach so, das muss erst drüber laufen. Den Läuterbottich aktivieren wir. Bon. Güter fehlen. Okay, gut. Ich habe hier übrigens noch mal ein paar Boxen geholt. So, wir schmeißen den. Da fehlen auch Güter. Dann schmeißen wir mal das an. So. Dass es hier mal wieder ein bisschen Leben reinkommt. Und dann schauen wir mal rüber in die Abfüllanlage, ob die schon läuft oder wie das jetzt alles hier passiert und tut und macht. Ist ein Stück zurück, genau. So, Wasser ist schon sehr gut drin. Das können wir anschalten, dann. Kein Platz. Ja, dann zieh dir doch das Zeug. Ne, da hier ist auch kein Platz. Ah, ne, hier fehlt Hopfen wahrscheinlich, ne? Das können wir lösen. Kein Platz mehr für freie Güter. Hoppala. So, und dann. Jawohl, jetzt ist ja auch wieder Betrieb. Und hier geht's los. Jawohl. Sehr gut. Okay, wir müssen, glaube ich, hier wieder welche hinstellen. Dann stellen wir die mal hin. Ah, ne, wir müssen die hoch. Zack. Dass die eingezogen werden können. Jawohl. Die wurden schön eingezogen. Perfektamente. Das ist alles Leergut. Jawohl. So, da geht's. Achso, wir sollten vielleicht das runterfahren. Nicht, dass wir hier einen Fehler verursachen. So, das heißt, die Brauerei füllt ab. Das freut mich. Das läuft hier jetzt auch wieder. Wir haben aufgefüllt. Der Tank kann wieder volllaufen. Und ich glaube, wir nehmen das ein bisschen zu realistisch mit der Hefe. Wir legen die einfach nach. Auch wenn noch Bier drin ist, dass wir einen besseren Gutfluss haben. Rückfahrbremse freimache. So. Gut. Dann machen wir hier wieder zu. Ja, wir machen hier wieder zu. Das kann jetzt erstmal vor sich hin arbeiten. Wir machen weiter. Wir testen mal, ob wir das als Bioabfall abladen können. Weil, ja. Schweinchen haben ja gutes Futter. Ne? Kriegen ja ein Topfutter. Hat wohl was vergessen hier, der Kollege. Wir fahren hier lang. Hier lang. Zack, zack, zack. Dann laden wir das mal ab. Und gucken mal, was passiert. Ob wir das abladen können. Ich habe ja eigentlich beschlossen, dass wir. Ist das Bio? Abfall jetzt. Lass uns mal gucken. Ach so.
Tatsächlich. Okay, gut. Dann schmeißen wir den Treber rein in, in unseren Komposter, damit wir da gut unterwegs sind. Und ich glaube, ich setze auch noch mal eine Runde Kompost an. Vor allem, weil wir ja Mist und Kompost dann brauchen für die Ausbringung zwischen Silage, also ganz pflanzen Silage und Mais legen. Ne, wir prüfen jetzt nochmal hier den Wachstumskalender. Also wir werden Mais im Mai. Die Ganzpflanzensilage sollte im April runterkommen. Wir überprüfen mal das Wachstumsdatum von den entsprechenden. Jetzt muss ich ja kurz. Die sind schon in einem Grün. Das müssen wir. Also, wir haben auch echt viele Flächen dann, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Die sind grün, Moment. Gras nehmen wir mal mit dazu. Die sind schon kurz vor dunkelgrün. Dann machen wir im April den ersten Schnitt. Und dann müssen wir gucken, dass wir die Silos leer machen. Weil, wie ich jetzt darauf gekommen bin, ist nämlich, wenn wir dann die Silos voll haben und eventuell Silageball machen müssen, hätte ich gern lagerfrei. Aber hier sind noch diese 14 Ballen drin. Die würde ich als Kompost ansetzen, muss ich ehrlich sagen. Ich lade die auch mal aus, dass das damit, weil wir haben ja noch das lose Stroh. 250.000 Liter hier drüben. Wir haben das Standardballenlager hier voll. Wir haben hier Moment, warum ist denn das fast leer? Haben wir das Stroh da rausgefahren zum Komposter? Tatsache. Okay. Dann sollten wir vielleicht umdenken. Weil wir haben ja dieses Jahr nicht großartig Stroh am Start, ne? Wir haben nochmal schnell ins Tablet gucken. Wir haben ja das und das wird Getreide. Das wird Mais. Das wird Getreide. Wie viel Hektar sind es denn? 3,7. Wir brauchen nämlich, da wollte ich eigentlich Mais drauflegen wegen der Fruchtfolge. Da müssen wir das aber kompensieren können mit Getreide. Ja, das passt schon. 1,6. Die zwei werden Getreide, dann wird das hier Mais. Wir haben 1. Das war Getreide, das wird Mais, Mais und Getreide, Getreide. Na? Genau. Gut, dann steigen wir mal wieder runter hier. Ah, die Klappe zu. Geht das? Dass das schön trocken bleibt. So, die räumen wir mal weg. Trotzdem hätte ich gerne den Kompost am Start. Gut. Ja, mit dem JCB ist es so. Sieht schlecht aus. Hat wohl einen Getriebeschaden. Da müssen wir auch nochmal mit dem Paul sprechen, ob wir ihn abstoßen oder nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall den letzten Schwung von der Metzgerei selbst verkaufen und nicht über den Direktverkauf machen. Genauso wie hier. Wir haben ja den schönen den schönen Sprinter. Haben wir
Hier werden wir dann auch noch Sachen verkaufen. Also wir müssen echt unser Geld jetzt mal ein bisschen zusammenhalten auch. Hier ist nichts drin, ne? Ja, Haarmilch muss ja nicht ins Kühlhaus. Was macht... Da müssen wir jetzt nochmal schnell gucken. Denen geht's sehr gut hier. Die kommen dann auch wieder raus. Das funktioniert nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ist aber auch leer. Wie sieht's hier aus? Zwei Käse. Ist leer, perfekt. Müssen wir gleich mal nachfüllen. Ist aber auch nichts mehr drin, ne. Gut, also ihr seht, es ist jede Menge zu tun. Ich schwinge mich jetzt mal hier in den Case, in den Puma. Und mir werde da nochmal Schweine wegfahren. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder von heute. Eine etwas längere Folge, aber es macht Bock, Leute. Ich bin motiviert. Und es gibt viel zu tun und ich freue mich auf dieses Ganzpflanzen-Silage-Häckseln. Da freue ich mich irgendwie jetzt schon 2-3 Monate drauf, wie wir das gepflanzt haben. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Abonniert den Kanal, lasst einen Kommentar da, wie euch das Projekt hier gefällt. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Noch einen schönen Sonntag für euch alle. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.